auf diesem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder dabei bist heute. Mal wieder Soccer Stadiums. Mich triggert immer noch, dass das immer unter Soccer Stadiums läuft. Aber häufig, wenn du nach Football Stadiums suchst, dann kommt American Football. Und das wollen wir ja nicht. Wir machen hier 500 plus Locations. Das bedeutet, da ist auf jeden Fall mal so richtig was los. Und da habe ich total Bock drauf, denn wir haben darauf schon mal gespielt. 19.320 Punkte. Ich bin gespannt. Wir gehen auf jeden Fall rein da. Okay, wir sind im Stadion von Retafe. wir sind im Stadion von Retafe. Safe. Das ist relativ einfach zu erkennen. Das Stadion kennt man. Oh lol. Ich habe das nicht gelesen, möchte ich mal anmerken. Aber ich kenne das Stadion halt. Ich habe nur jetzt keine Ahnung, wo das nochmal ist. Denn Retafe ist, glaube ich, unter Madrid. Das weiß ich noch. Aber ist das hier? Ja, das sieht sogar sehr gut aus. Ich würde sagen, wir sind hier. Das ist bitter. Das ist jetzt richtig bitter. Okay, das Stadion kenne ich auch. Ist das nicht... Ich habe irgendwie gerade an Legia Warschau gedacht. Moment. Ich darf mich wieder nicht bewegen, was ich echt ätzend finde. Ich weiß leider nicht, was das bedeutet. Aber Legia hat andere Farben. Die haben nur grün oder grün, weiß, rot oder sowas in der Art. Hallo. Der winkt auf jeden Fall. Freundlicher Herr, der hat nur Dingens. Das ist nicht Legia Warschau. Aber wo könnte das sein? Ich überlege gerade, ob ich anhand der Menschen irgendetwas erkennen könnte. Es könnte schon auch Richtung Osteuropa gehen. Könnte auch so in Richtung Tschechien oder sowas. Das Ding ist halt einfach, natürlich auch da gibt es viele sehr geile Stadien. Aber halt auch viele Stadien, die dann nicht mehr so doll sind. Also so Prag könnte ich mir vorstellen. Warte mal, ist hier so eine Werbung? NYM House Old Boys. Das gehört, meine Herren. Zitos Altos Fortius. Ist gerade wirklich nicht. Das ist aber auch, glaube ich, nicht so ein... Ich habe gerade überlegt halt, weil sehr... Wenn ich mir die Leute anschaue, dann habe ich das Gefühl, ich habe hier sehr viele unterschiedliche Kulturen auch. Weswegen ich auch kurz an die USA gedacht habe, aber ich wüsste jetzt da nichts. Ich gehe deswegen mal so mit Prag. Es ist das Stadion in Bukarest. Das ist das Steaua Bukarest Stadion. Lol. Damn it. Ich habe das gerade im Vorschaubild gesehen. Das Ding ist, ich habe hier unten direkt den Vorschau. Die Vorschau. Gut, das ist relativ... Ich weiß nicht, wo ich bin. Nein. Ich weiß es nicht. Okay, es ist Galatasaray, Istanbul und jetzt kommt wieder das Problem, dass man sich jetzt wieder überlegen musste, dammit, wo war das Stadion? Dammit, wo war das Stadion? Dammit, wo war das Stadion?
Ramspark ist es auf jeden Fall nicht. Wo war das Stadion? Was war Ramspark? Oder haben die einen neuen Namen? Nicht, dass die. Das. Aber das war. Lol, die haben einen neuen Namen, kann das sein? Also, ich bin mir jetzt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Ramspark das ist. Ich google jetzt einmal kurz. Weil mich das interessieren würde, haben die einen neuen Namen? Ramspark. Seit 2003. Vorher war es das Neff Stadium. Stadium. Ich kann leider gar kein Türkisch. Okay, ich kenne es sogar noch als Türk Telekom. Aber krass, es heißt Ramspark. Okay, dann haben wir sogar das Richtige. Gehabt. Meschetský Stadion. Das ist in Tschechien. Weil das ist, glaube ich, tschechisch. Aber wo? Aber hier, da. Ja, es ist wirklich Tschechien. Sehr gut, es ist Tschechien. Das ist schon mal schön. Fortuna. Oh nee, Fortuna Narondi Liga, FK Banik Sokolov. Ah ja, das ist das Stadion anscheinend von FK Ustinat Labem. Gibt es hier irgendetwas, was so heißt? Das wäre wünschenswert. Das wäre ganz, ganz duft, wenn ich immer ganz ehrlich bin. Pilsen ist es nicht. Hier sind wir schon wieder in Deutschland. Ustinat Labem. Alter, so heißt die Stadt. Ustinat Labem. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja irre. Nee, das ist das aber nicht, oder? Warte mal, nee, das hieß anders. Also, dass das wirklich, also dass die Stadt 100% so heißt, damit hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet. Ich hätte die jetzt nicht gekannt vorher. Das Problem ist, ich hätte jetzt im ersten Moment gesagt, das ist auch sowas, das vergisst du nicht wieder. Weiß ich nicht. Bin ich ehrlich zu euch. Weiß ich einfach nicht. Weil dafür gibt es so viele Dinge, die ich mir irgendwie merken möchte, will oder muss. Aber scheinbar muss das doch das Stadion gewesen sein, weil ich sag mal, so viel ist hier. Oh, Kaufland. Und Lidl. Haha. Aber so viel ist hier ja auch gar nicht los außerhalb dessen. Aber das sieht nicht passend aus. Also wenn ich ehrlich sein soll, sieht das nicht passend aus. Das gefällt mir nicht so 100%. Das Ding ist wahrscheinlich, musst du halt auch ewig und 3 Tage ranzoomen, damit du das Stadion überhaupt siehst. Das ist das Problem dabei. Aber wir machen es jetzt einfach mal zack. Oder es war das daneben direkt. Okay. 269. Wow. Es ist ein Scherz jetzt, oder? Das ist jetzt nicht ernsthaft. Das ist das Stadion. Ich würde am liebsten einfach mal den Mittelfinger hier mal richtig hochheben. Und einmal kurz richtig zeigen. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Stadion? Also, cool, ne? Nicht falsch verstehen. Aber das ist ja kein. Oh, ey. Das ist ja kein Stadion im eigentlichen Sinne, wie das eigentlich für das Spiel hier gedacht ist. Wir sind in Polen. Außer dahinter ist jetzt hier ein Riesenfeld.
Aber hier sieht's eher nach. Was ist das denn hier? Weitwurf. Aber auch mutig mit dem. Aber das ist doch hier so ein Weitwurf-Ding, oder? Wo du dich so drehen musst und dann wupp. Gut, jetzt kann ich das nur schlecht einschätzen, aber wenn einer zu weit wirft, das ist auch ein Problem. Naja, geht schon relativ weit, vergesst es. Oh Mann, das ist doch so ein richtiger, also sorry, aber das ist doch so ein richtiger Arschtritt. Das jetzt als letztes ist so ein richtiger kleiner Schlag auf den Hinterkopf. Da ist doch kein Stadion. Ich schwöre euch, ich komme aus Remscheid. Hier haben wir ein deutlich größeres Stadion. Röntgenstadion. Nice. Oder fahren da Wuppertal, Stadion am Zoo. Nochmal größer. Wobei, ja doch, müsste. Sieht gar nicht schlecht aus, sieht ganz lecker aus. Da ist ein Zebra. Vielleicht auch nicht so geil, wer weiß, was das ist. Aber sieht halt nach Schoki aus, deswegen. Vielleicht ist da auch noch ein Stadion, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die meinen wirklich das. Und dann ist es ein Joke. Court. Corti, Tennis. Corti. Einfach in Polen ist halt hart groß. Also, klar, im Vergleich zu Deutschland nicht, aber um da jetzt so ein Ding zu finden, ist es nicht möglich. Wir müssen noch mal ein Stück hier in die Stadt rein, vielleicht. Ja. Alter, kann ja alles nicht lesen, ne? Also, Polnisch ist ja für mich böhmische Dörfer. Also es gibt hier welche, unter anderem in Katowice, diese Hostels. 23 ZTs. Es sieht jetzt auch, also hat seinen eigenen Charme, sieht aber auch jetzt ehrlicherweise nicht hardcore einladend aus, muss ich ehrlicherweise auch gestehen, mit meinem privilegierten Dasein irgendwo, ehrlicherweise ja auch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, da stand einmal Katowice, aber auch nur, weil es da halt auch das gibt. Deswegen klicken wir hier drauf. 5,2 Kilometer. Achso, hier war das Ziel nicht. Da war das Ziel. Was ist das denn für ein... Leute, es gab da hinter doch noch ein Stadion. Anscheinend gab es doch noch... Es gab doch noch ein kleines Stadion. Können wir uns das angucken? Warte mal. Also erstmal, ja, you are no traveler. Got it. Dankeschön. Breakdown. Katowice. Ich hätte gerne den Ort. Kann ich hier jetzt mal eben kurz rauszoomen? Ich würde gerne wissen. Das ist doch der Ort, oder? Kann es sein, dass. Ah ne, warte mal, da ist er. Dann meinten die das Stadion. Ja, aber warum nehmt ihr denn dann? Das sieht ja für mich schon eher nach einem. Ja, ne? Also das ist ja alles Mumpel, sagen wir mal ehrlich, das ist ja alles Quatsch. Also das, ne? Naja, gut. Okay. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen und dann wird es da bestimmt auch noch mehr von geben. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.